Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute zeige ich euch mal etwas Cooles, woran wir gerade arbeiten. Und zwar eine Adventure Map. Und ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil schon alle schlafen. Ja, diese Adventure Map heißt The Red Mines oder auch die roten Minen. Hat was mit Redstone zu tun. Und ungefähr so soll später die Welt aussehen. Gerade mit einem AI-Bild dargestellt. Und ja, ich zeige euch mal so ein bisschen was. Hier gerade, der Spawn ist noch am Bau. Haben wir hier so einen Daumen, der zeigt, ob das Wüsterspack funktioniert. Und ja, dann können wir uns mal ganz kurz die Einführung anhören. A long time ago, six adventurers ventured into these lands. Their names were Erebus Bloodthorn, Alara Moonvale, Nyx Starfall, Zephyr Storleaf, Draven Shadowmire, and Orion Frostbane. Together, they discovered the Red Mines, and with it, the powerful Redstone. Everyone knows when used correctly, Redstone can bestow great power. With this newfound power, the six adventurers carved out their own territory and became known as the Architects, ruling together in harmony. For a long time, they lived in peace. However, Erebus harbored a desire to use his powers to control the people, believing it would eliminate crime. The other five architects opposed this idea and urged him to abandon it. Erebus, however, refused to listen and went ahead with his plan. In their fury, the other five architects confronted Erebus in the castle, attempting to stop him. But Erebus was too powerful and managed to capture four of them. Only Zephyr Storleaf managed to escape. He waited patiently, for legend foretold that a savior would come to rescue them. Many years passed, and Zephyr eventually died of old age, leaving the story behind. Erebus, having found a way to halt his aging, continued to rule the world unchallenged. The fate of the other four architects remains unknown. Now, it is your mission to free the world from Erebus's tyranny. To do so, you must begin where the architects started their adventure, here in the mine. Ja, soweit die Einführung. Wer kein Englisch versteht, tut mir leid. Das wird nämlich eine englische Map werden, weil Englisch halt eine Weltsprache ist auch. Und es die meisten Leute eigentlich verstehen. Also sorry an die, die kein Englisch verstehen. Crown Wolfie, falls ihr das seht, Wolfie kann das ja bestimmt gerne für dich übersetzen. Naja, auf jeden Fall, genau. Ihr hört euch die Einführung an und dann geht's hier in den nächsten Minenaufzug. Und ja, unsere Mission ist es jetzt, die Welt von Erebus zu befreien, weil der ja die Macht an sich gerissen hat. Und das wollen wir natürlich jetzt verhindern, ne? Und ihn aufhalten. Das heißt, wir fahren jetzt runter in die Mine. Wäre da nur dieser Aufzug? Es scheint, jetzt würden wir abstürzen. Oh Gott. Autsch, das kann wehtun. Wir sind anscheinend, ja, ganz schön weit gefallen und das tragen wir jetzt davon. Eieieiei. Mein Gott. Wir sehen schon, warum es die roten Minen heißt. Wir haben alles voll Redstone hier. Mein Gott. Psst. Hey. Oh. Over here. On the ground, the speaking skull. Come over here. Pick me up. Ja, wie ihr seht, gibt's auch Voice Lines. Zum Beispiel, ich habe das Skelett hier eingesprochen, das auch noch eine größere Rolle spielen wird. Wir haben auch Background-Musik, Musik, wie ihr hört. So genau. Und ja, wir heben das Skelett mal auf. Ja. Thanks for picking me up. You must probably think, why can I genau, er erzählt uns immer ein bisschen was. Well, erzählt uns jetzt hier, dass wir gleich unten gefangen sind und so weiter. The crash you had over there looks very painful. Ja, das war sehr schmerzhaft. Glad you're still alive. Genau, wir haben versucht, irgendwie so eine Redeanimation darzustellen. Well, ob es gelungen ist, ist jedem selbst überlassen. And, gehen wir mal ganz kurz hier. But as you can see over there, there's a door. And if you place me on the pedestal over there, I can open it for you. So,
Yeah, just try it. Genau, das ist jetzt folgendermaßen, und zwar werdet ihr Skelly immer benutzen im Adventure-Modus, um Türen oder ähnliches zu öffnen. Ihr könnt auch nichts anderes mit dem machen, ihr könnt ihn nirgends mehr platzieren, ihr könnt nichts abbauen, nichts platzieren. Andersweit, ihr könnt ihn halt nur auf Basalt platzieren, und das sind dann diese, ja, Podeste, sagen wir mal. Door opens, so just grab me back up and then run. Genau, ihr könnt die Tür mit öffnen. Okay, go, 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 go. Und damit kommen wir hier durch. That was close. Really got crushed there. Ja, Skelly ist sehr, sehr gesprächig, wie ihr merkt. I'm Skelly. Das wird auch weiterhin in der Story so bleiben. People gave me the name Skelly just because I'm a skull, you know. My body is long dead. Ja, ja, du bist schon lange tot, ich weiß. Ich rede nicht viel, weißt du? Talkative person, are you? Nee, nee. Well, I don't care about that. If we want to get out of here, we should probably take the Minecraft tracks over there. So, let's go. Genau. Für die Leute, die es interessiert, wie wir das gemacht haben, sobald ihr hier den Skelettkopf drauf platziert, wird eine Interaction gespawnt. Und dadurch könnt ihr den dann wieder aufheben. So, wir sollen jetzt mit dem Minecraft fahren, um zum Ausgang zu kommen. Ja, wird schon nichts schief gehen, wa? You must know, the mines are very old. Let's hope the tracks are still intact. Ach ja, die Strecke wird schon... They should lead us directly to the exit. Okay sein. But I don't know if it's still the case. I was banished down here by the Dark Lord himself. Oh, okay. Da wurde hier runter verbannt. A long time ago, though. But the legend says, one day Samuel will come to our lands and defeat him. And with that, ending his tyrannic era. Oh, Skelly, die Strecke. Oh, oh Gott, the tracks. Oh. Das war knapp. That was close. Ja, sagst du. If it wasn't a lava fountain, we would be dead. Gut, dass wir jetzt lava fountain und so aufgerüstet haben. You know. It seems we slowly reach the end of the track soon. Let's hope everything is alright there. Genau, nach dieser kleinen Minecart-Fahrt. Okay, so far so good. If I remember correctly, behind this door, there should be the exit. And you need me to open it again. So just place me on that pedestal again. It should stay open this time. So, yeah, no rush. Okay, also laut Skelly ist hinter dieser Tür der Ausgang. Ja, da vertrauen wir doch mal drauf, wa? Oh, you're right. I forgot about this part. Oder auch nicht. You see that big door over there? Die große Tür da, ja. This is actually the exit. Ach, das ist der Ausgang. Oh, ja, das kann man ja schnell verwechseln. Well, you need to solve puzzles from all. Ja, natürlich müssen wir Puzzles machen. Everyone has their own room. So, oh, yeah, right, you need keys for it. Ach, wir brauchen noch Schlüssel, um hier reinzukommen. Ach so. Yeah, I still have one. Na gut, wenn du noch einen hast, dann ist er super. You don't want to know. Will ich das wissen, wo du die versteckt hast? Lieber nicht. Door you want to do first. Ja. You need to leave me here. Just place me down on that pedestal over there. Naja, natürlich müssen wir dich wieder hier lassen, ist sowas von klar. So, wir können gleich aussuchen, welche Tür wir zuerst machen. Die sind natürlich gerade noch alle im Bau. Das heißt, außer die blaue, die ist fertig, und die lilane ist auch so gut wie fertig. Fast. Ah, naja. Oh yeah, and one more thing. Achso, ja. Every time you solve a room, I will give you another key. Achso. Why have all the keys, you ask? Ja, warum hast du denn alle? Well, I won't tell you. Okay, dann erzählt er nicht. Go and have fun, I guess. Also manchmal Skelly, ne? Manchmal könnt ihr dich einfach nehmen und gegen eine Wand werfen, weißt du das? Aber gut. So, wir kriegen einen Architektenschlüssel. Wird benutzt, um die Räume aufzuschließen. Genau, das System ist eigentlich hier hinter. Die Dinger sind eigentlich alle zu. Das können wir mal ganz kurz wieder zumachen. Und ihr müsst jetzt Räume absolvieren. Und je mehr Räume ihr macht, dann kriegt ihr wieder einen Schlüssel für den nächsten Raum und den nächsten. Das heißt, es gibt keine spezielle Reihenfolge. Aber ihr müsst halt alle machen. So, wenn wir einen Schlüssel haben, seht ihr schon,
Die werden euch hier angezeigt. Und ihr könnt jetzt, wie ihr es unten sagt, einfach darauf Rechtsklick machen. Und wenn wir das machen, dann öffnet sich das Ding. So, hinter jedem Portal, Tür, was auch immer, habt ihr dann ein Gebiet. Zum Beispiel hier haben wir Draven's Dungeon. Ich werde jetzt den Dungeon nicht machen, weil der ungefähr eine halbe Stunde dauert. Wenn ihr gerne sehen möchtet, wie ich durch den Dungeon gekommen bin, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Das ist von meinem zweiten Kanal. Und ja, ich kann mal kurz zeigen, wenn wir dann diesen Raum hier abgeschlossen haben, dann passiert nämlich Folgendes. Einmal hier kurz das Knöpfchen drauf gedrückt. Ihr habt den Raum abgeschlossen und kriegt Teil einer Rüstung. Und zwar kriegt ihr das nach jeder Tür. Nach jedem Portal. So, wenn ihr jetzt wieder zurück seid, dann... I see you finished your first room. Ja, ich habe meinen ersten Raum fertig gemacht. But also not. Ach. Well, just give up that work and then we get out of here in no time. Skelly wird euch dann immer einen schönen Spruch reindrücken, nachdem ihr einen Raum fertig gemacht habt. Das ist richtig nett von denen, das muss ich schon sagen. Ich kann mal kurz einen Einblick geben, was hinter der grünen Tür steckt. Und zwar ein Parcours. Okay, mal ganz kurz gucken, ob meine Parcours-Skills noch da sind. Achso, ja, so vielleicht. Mal kurz hier meine Effekte wegmachen. So. Ja, mal gucken. Ja. Okay. Das ist natürlich jetzt super, wenn ich das jetzt First Try hinkriege. Okay, komm, zack, zack und zack. Und, jawohl, geht hier ganz easy. Da kommt eine lustige Challenge, und zwar benutzen wir jetzt den neuen Maze, weil der hat eine coole Eigenschaft. Und zwar könnt ihr, wenn man es nicht verhaut, seht ihr, ihr könnt euch damit boosten. Und damit macht ihr jetzt diesen Parcours. Und damit müsst ihr bis dahin kommen. Für manche Leute, die noch nie den Maze benutzt haben, ist das echt schwer. Deswegen habe ich es ein bisschen einfacher gemacht. Scheiße. Ja, das war's. Egal. Naja, auf jeden Fall, wenn man sie dann alle besiegt hat und dann nach hier oben kommt, da kommt man dann hier durch den Raum und muss dann hier vor Breezes. Nur in Breezes ein Jump'n'Run machen. Oh, ja, und das war's. Ihr seht, das ist gar nicht mal so leicht. Genau. Wenn ihr das dann geschafft habt, dann geht es hier unten weiter und ihr könnt hier auf den Knopf drücken. Tut damit die Challenge fertig machen und kriegt dann sogar noch die Schuhe dazu. Genau, und wenn ihr dann jetzt hier hingeht. Another room, another success. Don't stop now. Keep going. Ja, gibt euch Skelly wieder Dings und so weiter. Das heißt, ihr macht Raum für Raum für Raum für Raum. So, und dann geht es hier aber mal weiter. Ihr macht den nächsten Raum. Und er hört euch mal mit Sprüche rein. Halfway there. I mean, I could give you all the keys now for your effort, but no. Natürlich gibt er uns nicht die Schlüssel. Was für ein Typ. Aber jetzt kommt ein lustiges Easter Egg, wenn ihr die vierte Tür fertig habt. Einfach Portal. Ich musste den reinbringen. You're back. Das ist einfach geil. Good job on that. You saw nothing. Just ja, nö, ich hab nichts gesehen. Ja, ja. So, nächste Tür. There you go. Just one more door and we can get out of here. So, let's go. Und dann macht ihr noch die letzte.
Finally. You took your time there. Ja, ich habe mir Zeit gelassen, ein bisschen. Genau. And pick me back up. Then I will give you the key for the big door. Okay. Here you go. So, now just drop this key in the center of the room and it will do its magic. Trust me. Okay, Skelly. Und jetzt haben wir den großen Gate-Schlüssel bekommen und den sollen wir jetzt in die Mitte des Raumes werfen. Okay. Okay, now the door's open. So, let's go and defeat Erebus. Ja, und das haben wir bis jetzt. Ich finde die Animation immer noch so geil. Aber naja, mehr gibt's noch nicht. Aber vielleicht habe ich einen guten Eindruck mit der Map gemacht und ihr wollt sie vielleicht irgendwann mal spielen. Das heißt, naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, macht's gut und ciao, euer Red Gamer.